Ja, schönen Metal, Leute. Warum begrüße ich euch jetzt so? Ganz einfach. Das hat was mit der Quelle auch zu tun. Aber jetzt zur normalen Begrüßung. Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheit oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartungsfahrt, eine Runde um die Medienwelt. Ich bin's wieder, euer Martin. Ja Leute, was ist passiert? Die Seite metaller.de hat eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gebracht. Und weil ich bitte nicht alleine tun kann, sichere ich mir mit rein. Link zu dem Artikel gibt es selbstverständlich hier in der Videobeschreibung, also Link zu meinem zweiten Kanal, falls er jetzt gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort noch raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin, Autismus ein Brückenkanal, als auch der Link zu meinem DeviantArt-Kanal, für euch meine Comics-Seite beigeben könnt, als auch der Link zu meinem Fanfiction-Kanal. Und diese Meldung trägt den Titel: Hanfschopf Kulmbach. Eröffne einen Cannabis-Shop in Kulmbach. Ja, gibt es jetzt den Hanfschopf Kulmbach oder nicht? Entscheidet euch doch mal. Und jetzt sollen wir einen Cannabis-Shop in Kulmbach eröffnen oder was? Meine Güte. Immer diese zwei Versionen. Meine Güte. Aber gut. Bleiben wir ganz ruhig. Und ich würde mal sagen, fuck will ich dann drumherum. Los geht's. In den 90er Jahren hat Kambodscha als letzte Gegend Weed legalisiert. Auf Druck vom Amiland. Amiland, also meint ihr natürlich die USA. Also nochmal von vorn. Amiland bzw. USA will Kambodscha vorschreiben, was die mit ihrem Weed hier zu machen haben. Meine Güte, das ist ja so, als würde die USA Nordkorea hier Vorschriften machen, wie sie ihren Diktator zu wählen haben. Wenn das so einfach wäre, dann wäre auch Nordkorea längst ein demokratisches Land wie Südkorea. Dann hätte man die beiden Länder wenig später dann wieder vereinigen können, so wie es kurzfristig vor Ende des 19. Jahrhunderts auch passiert ist. Natürlich mit einem sehr schlechten Ende, wie sich später herausstellen sollte. Aber mit dem Unterschied, dass Korea dann vereinigt bleibt. Da wird auch kein anderes Land herkommen und es überfallen. Nee, nee. Korea wird dann ein vereinigtes Land bleiben. Und das für immer. Und deswegen genug mit dem Thema und wir lesen weiter. Eine ziemliche Ironie, denn heute ist das Land an der Vorhut der Legalize-Bewegung. Ja, dann kann Amiland so oft andere Länder unter Druck setzen, wie sie wollen, wird trotzdem legalisiert. Aber es geht noch weiter. Auch in Deutschland tut sich heutzutage etwas. Ja, das habt ihr sicherlich auch im Radio erfahren dürfen. Auch wenn sich Deutschland nur ganz langsam und mit viel Vorsicht sich heranwagt. Aber immerhin. Weiter geht's. Angesichts der Tatsache, dass Cannabis bereits als Pharmazeutikum legitim wurde, entwirft die Ampelkoalition eine kontrollierte Abgabe zu Genusszwecken. Ja, Genusszwecken. Und apropos Genuss. Ich war kürzlich einkaufen, ja, und wollte mir einfach mal nach vielen Jahren mal so ein Tomi Sonnenblumenöl kaufen. Und was war? Nix. Aber gut, lesen wir weiter. Nicht bloß Apotheken, stattdessen überdies lizenzierte Fachgeschäfte dürften das Pot abstoßen sollten. Dürfen das Pot abstoßen sollten. Hä? Was ist das für Deutsch? Meine Güte, ich merk schon, wenn das so weitergeht, dann hat keiner mehr Lust, Abitur zu machen. Das ist meine düstere Prognose, zumindest für Deutschland, also lesen wir weiter, komm. Wer geschäftstüchtig ist, der kreiert lange in diesen Tagen die Gründung eines Hanfshops. Ja.
Und deswegen habt ihr es ja auch im Titel geschrieben, ne? Also Hanfstoff Kulmbach öffnet einen Cannabis-Shop in Kulmbach. Denn Cannabis ist nichts anderes als das lateinische Wort für Hanf. Also ist doch schon längst so ein Hanf-Shop eröffnet worden. Oder nennt es von mir aus auch Cannabis-Shop. Völlig Kaffee Latte. Und wenn ich schon an das Wort Hanf denke, dann denke ich immer sofort an Hans-Christian Ströbele, einen ehemaligen Mitglied des Deutschen Bundestages, der bei den Grünen war, der gibt das Hanffrei halt gerufen hat. Und zwar sofort. Ja, und das sofort war ja erst nach spätestens 2 Jahrzehnten wohl Realität geworden. Aber da ist er gerade mal so gestorben, als das passiert war. 29. August 2022 in Berlin Moabit. Na gut. Also, Berlin Moabit ist ja nicht unser Thema. Wir wollen ja schön in Kulmbach bleiben. Und ich würde mal sagen, lesen wir einfach weiter. Bevor wir wieder zu Hans-Christian Schröbele nochmal zurückkommen, eventuell. Aber machen wir weiter. Die optimale Cannabis-Shop-Domain für einen Hanf-Shop in Kulmbach. Ja, Cannabis ist das lateinische Wort für Hanf. Das wissen wir ja bereits. Weiter geht's. Und hier sehen wir ein Foto vom Hanf-Shop in Kulmbach, obwohl dieser Shop eigentlich im Freien steht. Man sieht hier kleine Fläschchen in der hinteren Reihe und da, wo die Schriftzug hier was blockiert, die anderen Produkte. Aber weiter geht's. Du vertreibst Cannabidiol-Produkte und bist auf der Nachforschung nach CBD, Hanf- und Cannabis-Domains oder Werbemöglichkeiten für dein Hanfgeschäft? Dann hast du sie vielleicht hier schon gefunden. Der Boom von Weed ist unbestritten. CBD bzw. Hanf oder Hanf ist ein riesiger Zukunftsmarkt. CBD ist richtig und wichtig. Jetzt klauen die auch noch bei der zweiten Hälfte zumindest meine Sprüche. Na, na, na. Böse, böse. Weiter geht's. In den letzten 4 bis 5 Jahren habe ich meine CBD, Hanf- und Cannabis-Domain-Sammlung enorm vergrößert. Nun habe ich mich dazu entschlossen, meine Hanf-, CBD- und Cannabis-Domain-Sammlung zu verkaufen. Ja. Ja, ganz klar. Vor 7 Jahren hatte man damals Poster verkauft. Jetzt verkauft man hier CBD, Hanf- und Cannabis-Domain-Sammlungen. Läuft. Und nein, ich werde jetzt nicht hier auf diese beiden Links hier klicken, wie hier kaufe eine Hanf-, Cannabis- oder CBD-Domain oder die CPD Black Friday Deals. Sonst wird nicht nur mein Kanal gesperrt, sondern auch gleich meine Freiheit. Denn strafbar machen und so, ne? Da will ich kein Risiko eingehen. Weiter geht's. Die Legalisierung von Cannabis ist beschlossene Chose. Hanf ist bald rechtmäßig. Ja, bald. Noch in diesem Jahr oder später? Na gut, kommt ja auf unsere Regierung an, was die beschließen. Aber das werden wir im Laufe der nächsten Bundestagsdebatten auch sehen. Aber beschlossene Chose? Können wir uns bitte auf eine Sprache einigen? Meine Güte. Ich kenne hier nur die Fernsehserie The Chosen. Oder hier, wo wir schon bei Nordkorea waren. Denn damals, als das ehemalige Kaiserreich Korea von Japan annektiert wurde, da wurde aus der Insel Korea Chosen. Und das haben sich die Bewohner in Korea nicht gefallen lassen. Es bildeten sich Partisanengruppen und ähnlichen Gruppierungen. Und am Ende hatten die Partisanen auch gewonnen. Wenn auch mit vielen Niederschlägen am anderen Ende, aber am Ende haben sie doch noch gewonnen. Nachdem Japan natürlich kapitulieren musste. Nach 2 Atombomben.
In Hiroshima und Nagasaki, ne? Aber ich schweife jetzt gerade ab und ich würde mal sagen, fangen wir mit den Fragen an, die jetzt hier auf dieser Internetseite zu lesen sind. Los geht's. Frankenwald-Hanf. Hanfmanufaktur im Frankenwald. Frankenwald? Sind wir schon etwa beim Drachenlord angekommen? Der hat doch mit Metal überhaupt nichts mehr zu tun. Und das schon ewig nicht mehr. Weiter geht's. Konsumenten- und Jugendschutz durch Cannabis-Legalisierung. Cannabis ist keine Einstiegsdroge. Das Cannabiskontrollgesetz, kurz CAN-KG. Das Cannabisverbot, Prohibition, ist verfassungswidrig. Cannabissteuer bei Cannabis-Legalisierung. Cannabissteuer. Ja, durch Süchte noch mehr Steuern abkassieren. Das würde ich der Regierung auch zutrauen. Aber sowas von. Weiter geht's. Vorteile von Cannabis Social Clubs, kurz CSCs. Ja, Cannabis Social Clubs gibt es aber schon lange. Also da brauchen wir halt die Vorteile nicht wissen. Wir wissen ja, wie es dort zugeht. Und ihr natürlich auch. Also brauchen wir das nicht extra groß erwähnen. CBD für Wanderer und Sportler. Ja, Leistungsfähigkeiten und so, ne? Also, das könnte ich mir schon vorstellen. CBD-FAQ, also häufig gestellte Fragen. Naja, sind ja auch Links. Aber es gibt ja nur eine Frage hier. CBD-Wechselwirkung. Oder bei welchen Beschwerden kann bei CBD-Öl helfen? Ja, alles Mögliche, nicht? Also, ich habe das zwar selbst nicht ausprobiert, aber ich könnte mir vorstellen, bei den meisten Beschwerden kann CBD-Öl definitiv helfen. Da fühlt man sich ja wieder fitter wie ein Turnschuh, aber das soll jetzt keine Beeinflussung sein, ne? Also, ich sag's einfach nur so, wie es gerade kommt. Rein spontan. Lesen wir weiter. Weshalb insbesondere, ihr habt insbesondere getrennt geschrieben, ne? Einen Hanfshop in Kulmbach. Weshalb insbesondere ein Hanfshop in Kulmbach? Metteller.de und Deutsch, ne? Kann man sich nicht ausdenken. Lesen wir weiter, komm. Ganja, Marihuana, Weed, Mary Jane. Es gibt viele Namen für das Kraut, welches in Deutschland schon seit unendlichen Jahren vielschichtig benutzt wird. In diesem Zusammenhang wird außerdem die Historie von Cannabis sativa so oder so seit 5700 vor Christus geschrieben, als es zum allerersten Mal in einem gesundheitlichen Band Erwähnung fand. Erst zu Anfang der 1900er Jahre verdrängte ASS-Cannabinoide als Betäubungsmittel. Ja klar, es mit Cannabinoide. Es heißt Autismus-Spektrum. Wir wissen ja alle, was das Abkürzung ASS bedeutet. Brauchen wir gar nicht mehr groß erwähnen. Lesen wir weiter. Mit Beginn solch einer Negativkampagne und der Aufnahme in die Drogenverbotsliste der UNO kämpft sich die Heilpflanze in das Licht nach Deutschland zurück. Zahllose medizinische Erkrankungen durch Schizophrenie bis zur Autismus-Spektrum-Störung und Durchfall sollen sich mit getrockneten Blüten des Hanf behandeln lassen. Hä? Autismus, Spektrum und Durchfall? Meine Güte, das ist erstens nicht nur ekelhaft, sondern auch eine bodenlose Frechheit. Autismus, Spektrum und Durchfall zu vergleichen. Dieser Artikel meiner Meinung nach ist geistiger Durchfall. Lesen wir weiterkommen. Als Stimulanzien wird Weed geraucht, vaporisiert oder den Mund betreffend zu sich genommen. Wertgeschätzt wird die beruhigende und leicht psychedelische Ergebnisse. Ja, psychedelisch. Ja, kennt man auch aus dem Fernsehen, aus den Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre. Meine Güte,
waren das für Farbenprachten? Wann kommt diese Zeit wieder zurück? Weiter geht's. Allerdings auch in der Kosmetik sowie in der Erstellung von Seilen und Papier kann Hanf Inanspruchnahme finden. Wir haben es mit einer vielseitigen Kulturpflanze zu tun, die dabei ist, sich zum wiederholten Mal zu verbreiten. Doch wie kannst du konkret einer Cannabis-Revolution mit ins Boot geholt werden? Mit der Einführung des individuellen Cannabis-Shops in Kulmbach. Welche Erzeugnisse verkauft ein Cannabis-Shop in Kulmbach? Erstmal wirst du deinen Konsumenten gerade keinen berauschenden Dope anbieten dürfen. Naja, wäre auch viel zu viel verlangt. Denn man will ja erstmal, wenn man in so einen Shop kommt, erstmal schnuppern. Schnuppern. Weiter geht's. Der Verkauf von CBD-Blüten, also Knospen, die einen THC-Inhalt von momentan weniger als 0,2% beherbergen, bewegt sich in einer gesetzlichen Grauzone. Wenngleich große Drogerien ungestört CBD-Öl vorrätig haben, sind eher kleine CBD-Shop-Betreiber auf eine gewisse Art des Öfteren in Kontroverse mit der Behörde gekommen. Ja, also Leute, falls ihr einen CBD-Shop errichten wollt, und zwar einen ganz kleinen, dann müsst ihr damit rechnen, dass die Behörden immer wieder vorbeischaut. Außer ihr habt euch durchgesetzt und ihr habt euren Shop vergrößern können. Dann lassen euch die Behörden, außer bei Ernstfällen, weitestgehend in Ruhe. Und deswegen geht's ja weiter. Dennoch sind Cannabidiol-Tropfen, Sprays und Edibles bedeutsamer Bestandteil eines jeden Ganja-Shops. Darüber hinaus wirst du aber auch Rauchutensilien vermarkten, die dem Konsum von Marihuana zugutekommen. Der Verzehr an sich ist in Deutschland alles andere als strafbewehrt, sondern einzigartig und allein Besitz und feilbieten. Insofern machst du dich auch nicht mit der Mithilfe strafbar, wenn Bongs, Pfeifen und Papers zu deinem Produktangebot dazugehören. Dein Sortiment wird abgestimmt durch das Warenangebot von Nahrungsmitteln und Kosmetika. CBD-Badöl von Grinsekatzen. Moment, stopp. CBD-Bartöl. Bartöl? Da bin ich gerade am Schwanken, ob es Bartöl überhaupt gibt. Aber ich sehe, das gibt es. Ja. CBD-Bartöl macht deinen Bart spürbar weicher. Mit echt CBD. Mit natürlichen Inhaltsstoffen. Oh. Untersteh dich! Ich will das kaufen! Nein! Hast du den Scheiß? Aua. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja. CBD-Bartöl von Grinsekatzen gehört ebenso dazu wie Hanfmüsli von Cebiol. Tja, super. Hättest du wohl nicht gedacht, dass ich dich einfach so umboxe, oder? Nach so viel Mist, die du verzapfst? Naja. Mein Bart ist sowieso fast so steinhart, als hätte ich da Haargel drauf geschmiert. Was aber nicht war. Aber gut. Ja, und jetzt kommen wir zurück zu Hanfmüsli von Cebiol. Hanfmüsli. Gibt's da nicht auch etwas von Seitenbacher? Weiter geht's. Hanfbadekugeln von Nutribrosia. Kann ich knicken, denn ich habe ja keine Badewanne bei mir. In meiner aktuellen Wohnung. Nur eine Dusche. Gibt es nicht Duschkugeln dafür? Klingt bescheuert. Aber gut. Müsst ihr entscheiden, ob das auch gibt. Lesen wir weiter. Und Hanfpellets von Green New Life. Green New Life. Kommt jetzt nicht mit Bündnis 90 Die Grünen an. Weil Hans-Christian Ströbele hatten wir schon als Thema in dieser Reaction. Weiter geht's. Aber auch CBD-Kosmetik von CBD Johnny. Oder Hanfbratlinge von CBD Prime. Und da stoppen wir wieder. Hanfbratlinge. Also. Hanfbratlinge. Bratlinge kenne ich nur bei Fisch eigentlich. Aber.
Nee, Hanfbratlinge enthalten irgendwie kein Fisch, sondern besteht aus Pellkartoffeln. Aber gut. Und CPD Prime erinnert mich irgendwie an Amazon Prime. Also mit Amazon würde ich mich nicht unbedingt anlegen, wenn ich an eurer Stelle wäre. Weiter geht's. Dürfen in deinen Regalen Platz finden. Hanfbratlinge auf meinem Regal. Also ich weiß nicht, ob das eine gute Idee wäre. Ich meine, Sauberkeit und so. Weiter geht's. So eröffnest du einen ureigenen Cannabis-Shop. An erster Stelle solltest du dir ausklügeln, wie das Geschäft finanziell zu meistern ist. Kaum jemand weiß, wann THC-haltiges Mary Jane legalisiert wird. Bis dahin brauchst du ausreichend Bares und einen optimalen Geschäftsplan. Letzteres aber nur für Privatinvestoren gedacht, denn einen Wunschkredit von vielen tausend Euro können dir Bankgesellschaften im Zuge der rechtlichen Grauzone alles andere als bewilligen. Alles andere als bewilligen, also mit hoher Wahrscheinlichkeit kriegt man dafür keinen Kredit. Lesen wir weiter. Gibt es Gesellschafter an deiner Seite, würde die Nachforschung nach einer brauchbaren Immobilie starten. Also nur wenn man halt Gesellschafter an seiner Seite bekommt, hat man schon halb gewonnen. Weiter geht's. So eine zwingend verständlicherweise von Bildungseinrichtungen und Kindergärten weit genug fern sein. Ja, von Bildungseinrichtungen, also Schulen, Universitäten und Kindergärten weit genug fern bleiben, also so, dass es die Kinder und Eltern nicht sehen müssen, dass da so ein Shop steht. Denn wir wissen ja alle, Kinder werden ja in den meisten Fällen ja von den Eltern abgeholt, bei Kindergärten sowieso, und lesen wir einfach den letzten Abschnitt fort, dann ist Schluss. Damit zusätzlich alle sonstigen rechtlichen Grundbedingungen zu befolgen, ist anwaltliche Fachberatung ein unbedingtes Soll. Ja. Also Leute, falls ihr einen Cannabis-Shop eröffnen wollt, definitiv auch mit einem Anwalt davon in Kenntnis setzen. Denn die können sehr gute Tipps geben. Weiter geht's. Ein Rechtswissenschaftler erklärt, auf keinen Fall lediglich bei der Vorbereitung, stattdessen auch in der Auseinandersetzung mit der Obrigkeit. Also auf jeden Fall so wenig Konflikte mit der Polizei vermeiden, dann klappt es mit dem Shop. Denn wir wissen ja, denn legt man sich mit der Polizei an, kriegt man richtig viel Ärger. Und deswegen, an dieser Stelle kann ich nur sagen, was soll ich dazu sagen, Leute? Also es ist wieder ein Artikel über Hanfshop oder Cannabis-Shop, obwohl beides halt dieselben sind. Denn Cannabis ist ja nur das lateinische Wort für Hanf. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie ihr natürlich auch, was die nächsten Monate so bringen wird in diesem Themenbereich. Und deshalb eine Frage an euch. Was haltet ihr zu diesem Artikel? Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung etc. pp. Also wie zu liken, als wie zu teilen. Als auch den Abo-Button bei der Glocke zu aktivieren, damit kein weiteres Video verpasst. Und morgen gibt es eine Meldung aus der Schweiz zu lesen. Und ich würde mal sagen, man hört und stört sich. Ciao, Leute!